Die Spannungen innerhalb der deutschen Regierung wirken sich auf ganz Europa aus. Eigentlich war zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten schon vor Monaten ein komplettes Verbot von Verbrennungsmotoren vereinbart worden, mit Zustimmung Deutschlands. Dass Verkehrsminister Wissing die finale Abstimmung dennoch verhindert, sorgt für heftigen Streit. Hinter den Kulissen überziehen sich Mitglieder der Bundesregierung und der EU-Kommission mit bitteren Vorwürfen. Deutschland, das mächtigste Land der EU, steht plötzlich als unzuverlässig da. Als sich die Regierungen von Italien und Österreich der deutschen Blockadehaltung anschließen, wackelt es bedenklich in dem fein austarierten Gebilde der Europäischen Union. Die Präsidentin des EU-Parlaments spricht von großer Sorge, der lettische Ministerpräsident wird noch deutlicher. Die gesamte Architektur der Entscheidungsfindung würde auseinanderfallen, wenn wir das alle tun würden. Nicht Wladimir Putin bedroht gerade den Zusammenhalt der Europäer, sondern Volker Wissing und seine FDP. Als Robert Habeck, Annalena Baerbock und die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen sich am 21. März in Weimar den wartenden Journalisten stellen, platzt dem Wirtschaftsminister der Kragen. Es könne nicht sein, schimpft Habeck, dass in einer Regierung, die sich selbst Fortschrittsregierung nenne, nur eine Partei für Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für dessen Verhinderung. Was Habecks Zuhörer aufhorchen lässt, ist die Wahl des Plurals. Die anderen. Dass er wegen des Streits mit Lindner und Wissing einen dicken Hals haben würde, war zu erwarten, aber Habeck ist auch von Olaf Scholz und der SPD enttäuscht. Sein Groll hat eine hässliche Vorgeschichte. Am 28. Februar macht die Bild mit der Schlagzeile auf: Schon ab 2024. Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten.